أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب، في سبيل الله نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, bevor wir anfangen, liebe Geschwister, kommt nach vorne. Das ist von der Sunna, dass wir zusammen sitzen. Ihr tut so, als ob wir zwei Gruppen wären, aber bei Allah, wir haben alle dieselben Herzen, inshallah. Sie ticken für La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das ist das Schöne, dass wir zusammensitzen und so haben wir eine engere Verbundenheit, eine engere Beziehung zueinander, bi'idhnillah ta'ala. Und bei den Schwestern bitte ich, dass sie für Ruhe sorgen, auch wenn ihre Kinder dabei sind, damit wir einen reibungslosen Ablauf heute bi'idhnillah sabi'il alim haben. Und ich habe heute für euch einen Vortrag vorbereitet, liebe Geschwister, über das Paradies. Und wir haben versprochen, dass wir eine ganze Unterrichtsreihe machen werden über das Paradies. Möge Allah Azza wa Jal uns diese Unterrichtsreihe vollenden lassen. Und eine Sache an euch: Es ist sehr wichtig, dass wir heutzutage über dieses Paradies hören. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in dieser heutigen Zeit, in dieser Zeit der Fitna, über das Paradies hören. Denn viele muslimische Herzen werden schwach, weil sie nicht ein starkes Gewissen in ihrem Herzen tragen. Warum werden sie schwach? Weil viel Schlechtes über den Islam erzählt wird. Weil die Freunde und Bekannte einem etwas vorwerfen, was man nicht tut. Weil über den Islam berichtet wird, dass das eine terroristische Religion ist. Derjenige, der die Wahrheit kennt, erkennt sie. Und er lässt sich auch nicht von solchen Medien beeinflussen. Aber viele Leute, sie wissen nicht, was die tatsächliche Wahrheit ist. Und daher werden ihre Herzen schwach und sie kehren vielleicht zurück zu ihrer Jahiliyyah, weil die Kuffar ihnen erklärt haben, dass sie eine falsche Religion haben. Was für ein Verlust. Was für ein Verlust. Sie hören auf die Kuffar und lassen die Worte von Allah Azza wa Jal und Allah Subhanahu der Allmächtige, der Erschaffer von allem und jedem. Er sagt, inna dina indallah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah Azza wa Jal ist der Islam. Und das ist ein Zeugnis von Allah Azza wa Jal. Und wenn jemand Fehler macht in dieser Religion, dann ist nicht die Religion unvollständig, sondern diese Person hat einen Fehler begangen. Und das ist ein Riesenunterschied, liebe Geschwister. Ob du eine Religion angreifst, weil du denkst, dieses ist von der Religion, oder ob du mit bestimmten Menschen zu tun hast, die Fehler begehen. Natürlich begehen viele Muslime Fehler. Natürlich gibt es viele Muslime, die töten zu Unrecht. Natürlich gibt es viele Muslime, sie betrügen und sie lügen und sie klauen und sie vergießen Blut. Aber der Islam spricht sich frei von diesen Leuten. Der Islam hat nichts mit diesen Leuten zu tun. Der Islam ist eine reine Religion und wie könnte der barmherzige Rabb Allah den Menschen erlauben, unschuldige Seelen zu töten? Wie könnte Allah Azza wa Jal den Menschen erlauben, zu lügen und zu betrügen? Wie könnte Allah Azza wa Jal das Abscheuliche für die Menschen erlauben? All dieses ist von Menschen verursacht worden. Aber die Religion des Islam bleibt immer rein. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Und ich habe meine Gnade an euch vervollständigt. وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Eine der schönsten Ayat im Koran, obwohl der Koran nur schöne Ayat enthält. Und ich bin zufrieden mit der Religion des Islam. Wird Allah mit etwas zufrieden sein, was nicht vollkommen ist? Wird Allah mit etwas zufrieden sein, was ungerecht ist? Niemals. Daher halte dich fest an dieser Religion. Klammere dich an dieser Religion. Lerne deine Religion richtig
denn besonders an diesen Tagen wirst du geprüft. Wallahi, wir haben schon E-Mails bekommen, liebe Geschwister, von Brüdern und Schwestern, die uns gesagt haben, ihre Eltern haben den Islam verlassen, sie sind jetzt zu den Ahmadiyya gegangen. Das heißt nicht zu Muslimen, sondern zu Kuffar, Leute, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Warum? Weil diese gesamten Nachrichten, die über den Islam verbreitet werden, diese Herzen schwach gemacht haben. Und daher haben diese Leute dann eine andere Religion erwählt als die Religion des Islam. Und Allah Azza wa Jalla sagt: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und derjenige, der eine andere Religion erwählt als die Religion des Islam, niemals wird Allah sie annehmen und er wird am Tage der Auferstehung zu den Verlierern gehören. Du hast die richtige Religion, Alhamdulillah, ich beglückwünsche dich. Halte an dieser Religion fest, aber vor allen Dingen lerne diese Religion, damit du nicht ebenfalls ein schwaches Herz bekommst, wie viele Leute, dessen Absichten Allah Azza wa Jal allesamt kennt. Und Allah kennt ihre Herzen und er weiß, dass diese Leute schon immer an den Islam gezweifelt haben. Also hat Allah sie nicht begnadigt mit diesem Islam. Im Gegenteil, er hat ihnen diese größte Gnade genommen. Denn wenn du nicht dankbar bist für diese Gnade, so wird Allah Azza wa Jal sie dir nehmen und du wirst, wal'iyadu billah, wie diese Leute als etwas anderes sterben als Muslim. Allah Azza wa Jal sagt: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Dieses deswegen, weil Allah Azza wa Jal niemals die Gnaden von Menschen nehmen wird, bis sie das ändern, bis sie ändern, was ihnen gegeben wurde. Subhanallah. Du hast deinen Islam, bewahre ihn, halte daran fest und tu alles Erdenkliche dafür, auf diesem Weg zu bleiben und mit dieser Religion zu sterben. Aber wenn Allah sieht, dass diese Religion dir gleichgültig ist und du erstrebst nicht, wie ein Muslim zu leben und wie ein Muslim zu sterben, warum sollte Allah dich nicht auf eine andere Religion sterben lassen? Möge Allah uns nur als wahrhaftige Muslime sterben lassen. Liebe Geschwister, das heutige Thema, nachdem wir das letzte Mal über die Stufen des Paradieses gesprochen haben und wie viele gewaltige Stufen gibt es im Paradies, und davor haben wir über die Eigenschaften der Paradiesbewohner gesprochen, so werden wir heute inshallah ta'ala über die Genüsse im Paradies sprechen. Liebe Geschwister, was sind die Genüsse im Paradies? Erstmal möchte ich mit euch über eine Sache sprechen. Und ich möchte eine Antwort von euch, und ihr kennt mich, dass ich immer mit euch zusammenarbeite. Eine Person, er fängt an, irgendwann den Islam zu praktizieren. 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre. Und dann nimmt Allah Azza wa Jal seine Seele, während diese Person als Muslim gestorben ist. Wo kommt diese Seele hin? In das Paradies. Tayyib. Ihr habt recht. Und das zeigt, dass ihr euch mit dem Islam beschäftigt. Alhamdulillah. Wenigstens wisst ihr, wo eine muslimische Seele hinkommt. Daher lebt nicht das Leben der Kuffar. Ich habe euch gerade reingelegt. Aber sehr dreist. Aber ich möchte von euch eine andere Sache wissen, liebe Geschwister. Obwohl diese Person vielleicht nur 10 Jahre praktiziert hat und mit diesem Islam gestorben ist, als Muslim, warum schenkt Allah ihm ein ewiges Leben im Paradies? Warum? Allah Azza wa Jal könnte ihn für die 10 Jahre, wo er praktizierend gewesen ist, ebenfalls 10 Jahre als Belohnung im Paradies geben. Sag? Aber Allah gibt ihm ein ewiges Leben im Paradies. Wer sagt mir warum? Warum schenkt Allah Azza wa Jal dieser Person das ewige Paradies, obwohl er nicht ewig gute Taten gemacht hat, sondern nur in der Zeit, wo er als Muslim gelebt hat? Na? Vielleicht weiß Allah, also Allah weiß, dass wenn diese Person für die Ewigkeit leben würde, auch ewig für die Ewigkeit praktizieren. Wie ist dein Name? Ibrahim. Ibrahim, möge Allah Azza wa Jalla dich in das höchste Paradies eingehen lassen. Alhamdulillah, Ibrahim hat euch die Antwort gegeben. Weil Allah weiß, wenn diese Person noch weitere Jahre gelebt hätte, hätte er für wen gelebt? Für
Für Allah Azza wa Jal, also schaut die Großzügigkeit Allahs Azza wa Jal, dass er dich nicht für 10 Jahre, wie wir in diesem Beispiel deutlich gemacht haben, nicht für 10 Jahre belohnt, sondern für ewig. Und alles hatte zu tun mit was? Mit deiner Absicht. Eine Frage. Hast du vor, nur noch ein Jahr zu beten und dann aufzuhören? Wie lange willst du beten? Sag inshallah. Möge Allah Azza wa Jal den Bruder mit diesem Gebet sterben lassen. Wenn ich dich frage, wirst du immer weiter Ramadan fasten? Inshallah. Inshallah. Das heißt, wir nehmen uns vor, Allah zu dienen bis zu unserem Tod. فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. So diene deinem Herrn, bis zu dir die Gewissheit bedeutet der Tod. Allahu Akbar. Allah belohnt dich für Dinge, die du noch nicht einmal getan hast. Und ebenfalls der Käfer. Warum bestraft Allah Azza wa Jal diesen Kafir nicht nur für die Zeit, wo er geleugnet hat? Weil dieser Kafir so weitergelebt hätte, weiter üble Taten gemacht hätte, weiter hochmütig gewesen wäre, weiter Allahs Gesetze gesprengt hätte. Daher bekommt er auch die ewige Strafe im Höllenfeuer. Subhan al-Malik, passt immer auf eure Absichten auf, liebe Geschwister. Denn Wallahi, sie können eine Ewigkeit im Paradies bedeuten und sie können aber auch eine Ewigkeit im Höllenfeuer bedeuten. Und du siehst, manche Leute, es kann sein, dass er mit 60, 70 Jahren den Islam annimmt. Daraufhin lebt er nur noch 2, 3 Tage, nachdem er den Islam angenommen hat. Er geht für ewig in das Paradies. Warum? Was haben wir gesagt? Weil er beabsichtigt hat, Allah zu dienen, bis zu ihm der Tod kommt. Subhanallah. Und andere Leute, die haben vielleicht 50 Jahre gute Taten gemacht. Und dann sind sie mit einer Tat vom Kufr gestorben, indem sie Allah beschimpft haben, wie viele das in dieser heutigen Zeit machen. Möge Allah Azza wa Jal jeden verfluchen, der ihn subhanallah verflucht. Sie sterben mit dem Kufr. Und daraufhin gehen sie für ewig in das Höllenfeuer, weil Allah weiß, dass sie nach diesem Kufr nicht zu der Wahrheit zurückgekehrt werden. Haben meine Geschwister dieses Thema verstanden? Daher die Ewigkeit, o die Namas. Ich frage dich, ist Allah Ash-Shakur, ist er dankbar für diese 2, 3 Jahre, die du gewirkt hast? Vielleicht, Wallahi al-Azim, leben wir nicht lange. Vielleicht ist einer von uns gerade 3 Wochen. Praktizieren und er stirbt danach. Möge Allah uns nur als aufrichtige Muslime sterben lassen. Aber Allah bringt ihn dann für ewig in das Paradies. Ein anderer hat mehr an Taten gemacht. 70 Jahre hat er für den Islam gewirkt. Subhanallah. Diese Leute haben Allah lange gedient. Und wenn du Allah Azza wa Jal lange dienen darfst, dann wisse, das hat damit zu tun, dass Allah dich liebt, bi'idhnillah ta'ala. Warum? Allah ermöglicht nicht jedem, auf diesem Weg der Gehorsamkeit zu bleiben. Richtig? Kennt ihr Leute, sie haben mit dem Gebet angefangen und waren kurz danach ermüdet, erschöpft vom Gebet, so dass sie es gelassen haben? Kennt ihr solche Leute? Warum hat Allah ihnen das nicht ermöglicht? Weil in ihre schmutzigen Herzen passt kein La ilaha illallah. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen allesamt reinigen. Du brauchst ein sauberes Herz, dass du auch als wahrhaftiger Muslim lebst und stirbst. O Diener Allahs. Und ich sage dir eine Sache. Und es wird so passieren, und ich schwöre bei Allah Azza wa Jal, dem Herrn der Kaaba, es wird passieren, was Allah Azza wa Jal gesagt hat. Die Paradiesbewohner werden in das Paradies eingehen. Und auch die Höllenbewohner werden in das Höllenfeuer eingehen. So werden die Paradiesbewohner die Höllenbewohner fragen. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا. Sie werden die Paradiesbewohner zu den Höllenbewohnern sagen, heute an diesem Tag sind wir im Paradies. Allah hat sein Versprechen eingehalten. Wir sind heute im Paradies, so wie Allah Azza wa Jal es uns versprochen hat. Und sie sagen dann zu den Höllenbewohnern, فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. Habt ihr auch heute das wiedergefunden, was Allah euch Höllenbewohner versprochen hat? Sie werden sagen, ja, gewiss, wir sind heute im Höllenfeuer. Wie Allah Azza wa Jalla es uns versprochen hat, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. So wird ein Rufer zwischen den Paradiesbewohnern und den Höllenbewohnern rufen, ein Rufer, den Allah Azza wa Jalla schickt,
Der Fluch Allahs lastet auf die Ungerechten. Sie werden heute für Ewigkeiten im Höllenfeuer verbleiben. Möge Allah uns nicht unter den Ungerechten machen. Du wirst dich wundern. Wie viele Leute haben hier in dieser Dunya über dich gelacht? Manchmal sogar die eigenen Verwandten. Und das wird ein Grund sein, dass sie in das Höllenfeuer hereinkommen, weil sie sich über dich lustig gemacht haben. Allah verteidigt dich. Allah, er verteidigt dich. O Diener Allahs, verstehe das. Du bist auf der Straße, die Leute lachen über dich. Sie sagen, guck mal diesen verrückten Wärtigen an. Schau dir diesen Salafisten an. Schau dir diesen Extremisten an. Auch aus der eigenen Familie. Was bist du für ein Extremist? Wir wollen so jemanden nicht in der Familie haben. Sie lachen über dich. Sie machen sich über dich lustig. Allah, er wird dich verteidigen. Bei Allah, dem Herrn der Kaaba. Höre, was die Höllenbewohner sagen werden, Yawm al-Qiyam. Rabbana, akhrijna minha, fa'in udna, fa'inna zalimun. O unser Herr, lasse uns aus dem Höllenfeuer heraus. Lass uns aus dem Höllenfeuer herausgehen, wenn wir zu dem, was wir früher an üblen Taten gemacht haben, wir kommen gleich dazu, zurückkehren, dann werden wir wahrlich Ungerechte sein. Subhanallah, Malik, wo sind sie gerade? Im Höllenfeuer. Rabbana, akhrijna minha, oh unser Herr, lass uns heraus aus dem Höllenfeuer, denn wenn wir wieder dieselbigen Taten vollziehen, so werden wir Ungerechte sein. Eine Frage an euch. Wenn Allah sie rauslassen würde und sie zurückschicken würde zur Dunya, was würden sie tun? Was würden sie tun? Dasselbe nochmal. Allah bestätigt das nochmal. Du sagst, was sind das für Herzen? Sie haben das Höllenfeuer gesehen. Sie haben die Wahrheit gesehen. Und trotzdem würden sie wieder zu den Taten zurückkehren, die ein Grund waren, dass sie, wal'iyadu billah, in das Höllenfeuer hereinkommt. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla, qala akhsa'u fiha. Allah spricht, ihr müsst darin bleiben. Im Höllenfeuer. Wala tukallimu. Und redet nicht nochmal mit mir. Strafe. Überlege, du befindest dich in Strafe. Und deine einzige Hoffnung ist, dass Allah dich aus diesem Höllenfeuer herausgehen lässt, herausbringen. Aber Allah sagt zu dir, du musst bleiben und rede nicht mehr. Kannst du noch eine Antwort geben auf die Worte Allahs Azza wa Jal? Hören wir, warum Allah Azza wa Jal diese Leute bestraft. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrul rahimin. Er sagt, Allah Azza wa Jal, zu diesen Höllenbewohnern, es gab eine Gruppe von meinen Dienern. Wen meint Allah? Die Gläubigen. Sie haben stets gesagt, ja Allah, wir glauben an dich. So vergebe uns. Haben sich die Kuffar über uns lustig gemacht, ja oder nein? Wir glauben an dich. So vergebe uns. Und du bist der Beste, der Barmherzigste. Du bist der Barmherzigste unter den Barmherzigen. Und Allah Azza wa Jal sagt weiter, über diese Verbrecher, die Höllenbewohner, Allah Azza wa Jal sagt, فَاتَّخَثْتُمُوهُمْ سِخْرِيَّا. Ihr aber, ihr Kuffar, habt euch über meine gläubigen Diener lustig gemacht. Hat Allah dich verteidigt? Hat Allah dich verteidigt? Ihr habt euch über meine gläubigen Diener lustig gemacht. وَأَنْسَوْهُمْ ذِكْرِي. Bis ihr euch so lange über sie lustig gemacht habt, dass ihr sogar vergessen habt, meiner zu gedenken. Kennt ihr die Kuffar, die sind nur damit beschäftigt, sich über uns lustig zu machen. Also vergessen sie gänzlich Allah Azza wa Jal, ihm zu dienen, subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum minhum tadhakun, und ihr habt euch über sie lustig gemacht. Höre die Botschaft an diesem Tag für dich, o Diener Allahs. Inni jazaytuhum. Inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru. Annahum humul faizun. Ich habe heute meine Diener, meine gläubigen Diener, mit diesem Paradies belohnt für ihre Geduld, dass sie an diesem Tag einzig und alleine die Erfolgreichen sind. Möge Allah uns unter ihnen machen. Allah verteidigt dich. Lass die Kuffar lachen, wie sie wollen. Allah wird ihnen ihre Abrechnung geben. Und Yawm al-Qiyamah lachst du über sie. Yawm al-Qiyamah lachst du über sie. Deswegen beschäftige dich nicht mit ihnen. O Diener Allahs, wir wollen heute über die Genüsse im Paradies sprechen, bi'idhnillah ta'ala. Und ich sage dir eins. Je mehr du dich Allah Azza wa Jal in dieser Dunya nährst,
desto gewaltiger wird deine Belohnung im Paradies sein. Allah Azza wa Jal sagt zu den Paradiesbewohnern, wenn sie in diesem gewaltigen Paradies eingegangen sind, Kulu wa shrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamin khaliya. Isst und trinkt, o ihr Paradiesbewohner. Warum? Für die vergangenen Tage, in denen ihr gute Taten gemacht habt. Allahu Akbar. Ich frage dich, war es leicht, zum Fajr-Gebet aufzustehen? War es immer leicht? Antwort: Nein. War es leicht, immer das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten? All das waren schwere Taten. Aber Allah Azza wa Jal hat es möglich gemacht, subhanahu wa ta'ala, dass du Geduld gezeigt hast in dieser Dunya. Und wallahi, diese Geduld hast du von niemand anderem bekommen, außer von Allah Azza wa Jal. Und der, der dir die Geduld gegeben hat, ist auch der, der dich belohnt für diese Geduld. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Daher, heute an diesem Tag im Paradies darfst du essen und trinken und genießen. Warum? Für die vergangenen Tage, dass du gute Taten gemacht hast. Das ist der Lohn von Allah Azza wa Jal. Und er wird niemals vergehen. O Diener Abbas, du sagst zu mir, Abul Bala, ich bin ehrlich zu dir, das Paradies hört sich im Allgemeinen schön an, aber auch wenn ich weiß, dass ich darin alles bekommen werde, ist der Genuss wirklich immer so, wie ich ihn mir vorstelle? Ich sage zu dir, nicht wie du ihn dir vorstellst, besser. Viele Leute denken, weil sie nicht Allah Azza wa Jal kennen und weil sie nicht die Gnade Allahs Azza wa Jal kennen, dass sie im Paradies Langeweile bekommen. Dass im Paradies der Genuss ein Ende hat. Du hast recht, in der Dunya hat der Genuss ein Ende. Wenn du hungrig bist und du möchtest gerne Scampis mit Spaghetti essen in Knoblauchsoße. Lecker. Lecker. Warum lädt ihr mich nicht zu deinem Essen? Wenn du den ersten Teller isst, was wird passieren? Es ist noch etwas an Genuss da. Was ist nach dem zweiten Teller? Der Genuss, hä? Nimmt schon an. Aber es gibt Leute, ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen, der hat 5 Döner gegessen. 5 was? Döner. Allah muss sagen. Was willst du dazu noch sagen? Der war nicht einmal fastend an diesem Tag. Lass ihn 5 Döner essen. Der Genuss hat ein Ende. Im Paradies aber wird der Genuss niemals ein Ende haben. Der erste schöne Moment ist wie der letzte schöne Moment. Allahu Akbar. Das heißt, o Diener Allahs, es gibt keine Langeweile. Es gibt nicht etwas, wie dass du sagst, ich habe genug von dieser Sache. Nein. Jedes Mal, wenn du dabei bist zu genießen, wird der Genuss besser und vollständiger. Und du wirst niemals einen Abfall des Genusses erleben. Allahu Akbar. Dieselbe Wirkung am Anfang ist dieselbe Wirkung am Ende. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, die erste Zeit ist die schönste Zeit. Und die Frau merkt sich diese Tage, weil sie weiß, nach diesen Tagen kommt nur noch Elend. Richtig? Das heißt, sie kann sich an die ersten Tage immer erinnern. Und subhanallah, sind die ersten Tage nicht die schönsten Tage? Wer von euch hat geheiratet? Na los, traut euch. Ihr habt geheiratet. Waren die ersten Tage schöne Tage? Antwort: Alhamdulillah. Ich weiß, das ist nicht bei jedem so. Aber bei manchen Leuten, die sich lieben, ist das so. Die ersten Tage sind die schönsten Tage. Du kannst kaum abwarten, zu deiner Frau zu kommen. Richtig? Du stehst auf morgens, an wen denkst du? Allein. Du gehst abends schlafen, du denkst an wen? An Leila. Das heißt, dein Herz hängt an Leila. Und diese ersten Tage sind die schönsten Tage für dich. Und auch für sie. Aber was ist nach 5 Wochen nicht mehr Leila, sondern Jasmin? Richtig? Warum? Weil der Genuss, was? Ein Ende gehabt. Bei manchen sind 10 Wochen, bei manchen 2 Jahre. Lass es 5 Jahre sein. Die ersten Momente sind nicht wie die nächsten Momente. Aber bei Allah ist der Anfang wie das Ende. Es ist immer schön zwischen euch beiden. Allahu Akbar. Du wirst niemals Langeweile erleben, o Diener Allahs. Das ist ein Geschenk von Allah Azza wa Jal. Und
Allah wird dir eine besondere Gnade geben. Höre, was Allah Azza wa Jalla sagt. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. Und in ihm, im Paradies, werden sie bekommen, was auch immer sie begehren. Und was ihren Augen eine Freude bringt. Allahu Akbar. Willst du etwas im Paradies haben, dann kriegst du es und du wirst damit zufrieden sein, weil dieses perfekt ist, was dir gegeben wurde. Subhan al-Malik, keine Mängel wirst du in dieser Sache erkennen. Und Allah Azza wa Jal, er wird dir etwas geben, wenn du es nur begehrst. Schaut mal in dieser Dunya, wie oft kam es vor, dass man abends so gesessen hat. Man hat natürlich ein islamisches Buch gelesen und man hat Dhikr gemacht, aber dann hat man Hunger bekommen. Dhikr macht hungrig, ja? Dann hat man Hunger bekommen. Was ist daraufhin passiert? Du musstest dich anziehen, weil du zu Hause nichts mehr hast. Du musstest dich anziehen, dann musstest du in deinen Wagen rein, vielleicht auch mit der U-Bahn fahren, zu irgendeinem Restaurant, dann holst du das Essen, kehrst zurück, das Essen wird in der Zeit wieder kalt, dann kommst du nach Hause und Subhanallah, alles ein Durcheinander und du suchst vielleicht noch eine halbe Stunde nach einem Parkplatz. Was ist passiert hier diesbezüglich? Die Sache ist verpufft. Du hast in dem Moment Hunger gehabt, Appetit gehabt auf etwas Bestimmtes. Im Paradies wirst du diese Sache gleich bekommen. Einer wird lehnend sitzen und er wird nur an etwas denken, was er begehrt, und Allah Azza wa Jal wird es ihm geben. Ohne, dass er es ausgesprochen hat. Allahu Akbar. Du denkst, weil du gerade einen schönen Vogel siehst, der im Paradies fliegt, es gibt dort Vögel, dann denkst du sofort an was? An Hähnchen. Wenn ich mit meinem Sohn Al-Bara durch die Gegend laufe, dann will ich ihm eine Vogelart zeigen. Ich sage ihm, schau mal Al-Bara, das ist der Vogel so und so. Er sagt mir nur, ist der halal zum Essen? Ich will ihn eigentlich die Natur lieb machen, aber er fragt mich gleich, ist der halal zu essen? Du siehst im Paradies einen schönen Vogel fliegen. Subhanallah, auf einmal bekommst du Hunger auf Hühnchen. Und er wird es dir so geben, wie du es möchtest. Warum? Weil Allah Azza wa Jal mit dir zufrieden ist. O Diener Allahs. Und noch eine Sache, liebe Geschwister, schau mal. Heutzutage gibt es Leute, wenn sie miteinander leben und sich lange kennen, dann weiß er ganz genau, was seine Frau möchte. Oder sie weiß ganz genau, was ihr Mann möchte. Einer guckt seine Frau an, sie weiß ganz genau, er hat jetzt Durst auf den Kaffee. Oder er hat jetzt Hunger. Warum? Weil sie ihn kennt. Und so war das auch bei uns Arabern. Die Frau hat die Mimik des Mannes verstanden. Das heißt, der Mann hat nicht viel geredet, sondern sein Gesichtsausdruck hat alles gesagt. Die Frau hat das sofort verstanden. Aber heute, du guckst eine Frau böse an, das heißt, sie hat jetzt gerade ihre Grenzen überschritten. Sie macht weiter. Dann stehst du auf, sie macht immer noch weiter. Du rennst auf sie zu, sie sagt, was ist los? Sie verstehen die Sprache nicht mehr. Damals wusste eine Frau ganz genau, wenn der Mann sie mit einem bestimmten Blick betrachtet hat, sie wusste, jetzt bin ich am besten ruhig oder ich werde danach getrieben. So war es in der damaligen Zeit. Aber heute hat sich vieles geändert, liebe Geschwister. Aber was möchte ich euch damit sagen? Ich möchte euch damit sagen, dass du immer bekommst von deinem Ehepartner, was du möchtest. Und wenn du von deinem Ehepartner bekommst, was du möchtest, dann sagst du, Subhanallah, der kann doch keine Gedanken lesen. Und das schafft was? Liebe zu euch. Sag, das schafft Liebe zwischen euch. Und das ist im Paradies, dass wenn auch immer du etwas begehrst, du etwas bekommst von Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala. Lasst uns über die Häuser im Paradies sprechen, liebe Geschwister. So kamen die Sahaba radiallahu anhum zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und sie sagten, Ya Rasulallah, hadithna anil Jannah, ma bina'uha. O Gesandter Allahs, berichte uns über das Paradies. Wie sehen die Häuser in diesem Paradies aus? Sahaba radiallahu anhum haben Sehnsucht gehabt nach dem Paradies. Und du solltest auch diese Sehnsucht haben, denn sie hält unsere Herzen am Leben. Er sagte, Qala sallallahu alaihi wa sallam, heute keine Salawat, sallallahu alaihi wa sallam, labina min dhahab. Die Ziegelsteine sind aus Gold. Wa labina min fidda.
und andere Ziegelsteine sind aus Silber. وحصباؤها اللؤلؤ. Und der Kies aus diesen, von diesen Ziegelsteinen, er besteht aus Perlen. والياقوت und Korall. وملاطها المسك. Und der Mörtel, ihr wisst, was man dazwischen schmiert, zwischen den Ziegelsteinen, damit sie aufeinander passen. Dieser Mörtel besteht aus Misk, aus Moschus. Und die Erde von diesem Paradies besteht aus Safran. Das ist eine duftende Pflanze, liebe Geschwister. Turabuha Safara. Man yadukhuluha yan'am la yab'as. Derjenige, der dieses Paradies betritt, so wird er alles an Gnaden bekommen. Und er wird niemals unglücklich werden. Er wird alles genießen und nie unglücklich werden. وَيَخْلُدْ لَا يَمُوتْ. Und er bleibt für ewig im Paradies und wird nicht sterben. لَا تُبْلَى ثِيَابُهُ. Seine Kleidung wird niemals verfärben. وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ. Und er wird immer und ewig jung bleiben. Allah. Du wirst für ewig jung bleiben, o Diener Allahs. Ein Paradiesbewohner, wenn er dich sieht, er sagt dir, du wirst immer hübscher. Wirst du nicht älter? Nein, ich werde nicht älter. Ich werde immer auf ewig jung bleiben. Billah alaik, ich frage dich, wenn man dir hier anbieten würde, dass du für ewig in dieser Dunya, in diesem Alter bleibst, würdest du es annehmen? Natürlich. Das wäre für die Dunya. Was denkst du dann, wie das im Paradies ist, o Diener Allahs? Subhan al-Malik. Häuser, was haben wir gesagt? Ihre Ziegelsteine sind aus Gold und aus Silber. Und der Mörtel ist aus Misk. Und sie bestehen, der Kies besteht aus Korallen und Juwelen. Wallahi, du kannst dir das nicht vorstellen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Allah azza wa jalla berichtet in einer heiligen Überlieferung: A'dattu li ibadi as-salihin ma la'aynun ra'at. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener etwas vorbereitet, was noch nie ein Auge gesehen hat. وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ. Und was noch nie ein Ohr gehört hat. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Und was in keiner Herzensvorstellung vorkommt. Du wirst niemals wissen, wie das Paradies ist. Aber Allah Azza wa Jalla hat uns Auszüge gegeben, damit wir uns sehnen dürfen nach diesem Paradies. O Diener Allahs. Wie viele Leute gibt es in diesem Leben? Er spart sein gesamtes Leben für ein schönes Palast, für ein schönes Haus. Und es kann sein, dass er so viel Geld sammelt, dass er sich irgendwann so einen Palast leisten kann. Aber was könnte danach passieren mit dieser Person? Er stirbt. Was hat er von seinem Haus gehabt? Nichts. Oder er wird krank. Er bekommt eine schwere Krankheit. Er kann sein Haus genießen oder nicht genießen. Nicht genießen. Im Paradies gibt es so etwas nicht. Allah gibt dir diese wunderschönen Häuser, die aus Korallen und Perlen bestehen. Wie geht das? Selbst das Silber im Paradies ist durchsichtig. Hast du hier einmal durchsichtiges Silber gesehen? Niemals. Allah macht es möglich im Paradies. O Diener Allahs, du kannst krank werden, nachdem du so ein Haus erwirtschaftet hast. Du kannst alt werden, sodass du das Haus nicht mehr genießen kannst. Was hast du von diesem Haus? Frage ich dich. Du bist nicht mehr ein junger Mann, sodass du alles in vollen Zügen genießen kannst. Ich brauche jetzt eure Hilfe. Wenn du so ein Haus im Paradies haben möchtest, was musst du tun? Nenn mir ein paar Taten, wo du ein Haus von Allah Azza wa Jal geschenkt bekommst, wenn du diese Tat machst. Na? Wenn du das Lügen aufgibst, auch wenn es nur zum Spaß ist. Sehr gut. Wenn man das Lügen aufgibt, auch wenn es nur zum Spaß ist. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, über diese Person, dem verspreche ich ein Haus im Paradies, in der Mitte des Paradieses. Wenn du einen Streit aus dem Weg gehst, und das empfehle ich meinen Geschwistern. Streitet nicht und schon gar nicht mit Ahlul Fitna. Ahlul Fitna bedeutet die Leute vom Takfir, die Leute von Khawarij, die Leute, die von Ahlul Tabdir sind, bei denen alles eine Bid'ah ist. Streitet nicht mit diesen Leuten. Geht ihnen aus dem Weg. Warum? Sie werden sich nur mit dir selber beschäftigen. Und du verlierst was? Dein Augenmerk, den Weg des Paradieses zu gehen. Weitere Taten, liebe Geschwister. Wie kann man ein Haus bekommen im Paradies? Und zwar mit den Eigenschaften, die wir beschrieben haben. 12 Nafila. Sehr gut. Der Bruder sagt, wenn man die 12 Nafila betet, die 12 freiwilligen Sunan-Gebete am Tag, so wirst du ein Haus bekommen. 12 oder 14. Das Beste, was ihr machen könnt, 2 vor Fajr und 4 vor Dhuhr
und 4 nach Dhuhr. Helft mir weiter. Und 2 nach Maghrib. 2 nach Maghrib und 2 nach Isha. Wie viel waren das? 14. Das ist die beste Art. Aber natürlich die Überlieferung mit 12 ist auch authentisch und auch mit 10 ist authentisch, liebe Geschwister. Aber das Beste ist, wie viel am Tag zu beten? 14 wie in der Tat. Weiter. Was bringt einem ein Haus im Paradies? Sehr gut. Dass man 10-mal am Tag Surat al-Ikhlas liest. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Wenn du das 10-mal am Tag liest, bekommst du von Allah Azza wa Jalla was ein? Weiter. Wenn man für eine Moschee spendet. Sehr gut. Derjenige, der eine Moschee baut in dieser Dunya, so baut Allah ihm ein Haus im Paradies. Und in einer anderen Überlieferung, wenn sie auch nur so klein ist wie ein Vogelnest. Allahu Akbar. Weiter. Was noch? Was noch, liebe Geschwister? Dhikr baut ein Haus im Paradies? Sag mir den Dhikr, ich bin dabei. Auf jeden Fall, möge Allah Azzawajal euch segnen. Ihr habt alles richtige Taten gesagt. Aber jetzt könnte einer sagen, gut, Abul Bara, aber das ist mir wirklich alles zu anstrengend. Ich bin so der gemütliche Mensch. Wir sagen, auch wenn du der gemütliche Mensch bist, wir geben dir eine der leichtesten Taten, wie du so ein Haus im Paradies bekommst. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt. Man sadda furjatan, bana Allahu lahu baytan fil Jannah. Der nur eine Lücke im Gebet füllt, in der Gebetsreihe, so bekommt er ein Haus im Paradies. Du füllst was? Eine Lücke! Wo? Im Paradies, nicht im Paradies. Im Gebet. Du füllst eine Lücke im Gebet. Bedeutet, es kann sein, dass du eine Gebetsreihe siehst. Und dann ist eine Lücke. Das heißt, eine Person fehlt. Was passiert hier? Was sollst du tun? Diese Lücke schließen. Wenn du reingehst in diese Lücke, hast du sie gefüllt und Allah wird dir ein Haus im Paradies geben. Subhanallah. Ich habe gehört von einem Bruder, A'udhu Billah, der kam einmal zum Gebet. Und die erste Reihe war komplett voll. Und er war in der zweiten Reihe als Einziger. Und ihr kennt den Hadith, derjenige, der allein in einer Gebetsreihe steht, so ist sein Gebet nicht gültig. Nicht gültig bedeutet hier nicht vollständig. Bedeutet, wenn du die Möglichkeit hast, dich in der ersten Reihe anzuschließen, aber du tust es nicht, dann gilt dieser Hadith. Aber wenn es keine Wahl gibt, was willst du auf den Kopf der Leute stehen? Geht nicht. Er kam zu der ersten Gebetsreihe und er sah alles voll. Was hat er gemacht? Er hat eine Person angetippt und diese Überlieferung ist nicht authentisch, ja? Dass du eine Person antippst, damit er was nach hinten kam. Als diese Person nach hinten kam, hat er seine Lücke gefunden. Was für ein Ungerecht. Sofort Allahu Akbar, dass man ihm nicht mehr stören kann. Nochmal, liebe Geschwister. Wenn wir eine Lücke schließen im Gebet, dann wird Allah Azza wa Jalla uns ein Haus im Paradies geben. Und höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte über den Boden im Paradies. Er sagte, لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ. Ich habe auf meiner Nachtreise Ibrahim alaihi salatu wa sallam getroffen. Allahu Akbar. Wie geht so etwas? War Ibrahim noch am Leben zu dieser Zeit? Antwort? إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ. Allah ist zu allem in der Macht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam trifft Ibrahim alaihi salatu wasallam. Höre, was Ibrahim, der Vater aller Propheten, sagte über dich, O Diener Allahs. Er sagte, فَقَالَ يَا Muhammad. O Muhammad, sagte Ibrahim alaihi salatu wasallam, أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ. Grüße deine Umma von mir. Allahu Akbar. Grüße deine Umma von mir. Ibrahim sendet deiner Umma einen Gruß aus. Und ich sage euch, Ibrahim alayhi salatu wasalam, er grüßt euch allesamt. Alayhi wa ala al-anbiya as-salam. So sagte er, indem er dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasalam etwas über das Paradies berichtete, wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu at-turba azbatu al-ma wa annaha qiyanun wa anna ghirasaha subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام sagte zu unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, bestelle deiner Umma den Gruß von mir und sag ihnen, dass das Paradies einen Boden mit guter Erde und süßem Wasser hat
und dass sein Land flach ist. Der Boden im Paradies wird bepflanzt mit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah und Allahu Akbar. So bepflanzt du deinen Boden im Paradies. Allah. Und viele der Koran-Kommentatoren, und es sind wahrlich viele, sie sagten, wenn du in dieser Dunya Dhikr machst, du sagst Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, so bauen die Engel deine Schlösser im Paradies. Kaum hörst du auf mit dem Dhikr, hören sie auch auf zu bauen. Womit sollst du dich beschäftigen? Mit dem Dhikr. Ich sage nicht, dass man nicht auch manchmal Spaß machen darf und dass man auch über normale Themen reden darf. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind nicht besser als er. Er hat das getan, aber 5 Stunden leeres Gerede, 4 Stunden Essen, 2 Stunden Telefonieren. Wird er etwas davon haben, Yawm al-Qiyamah? Nein. Aber hättest du dich einfach nur zurückgelehnt, ohne dass du viel machst, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Es wurde uns berichtet über einen Bruder in Al-Urdun, Bürger Allah Azza wa Jalla, mit ihm barmherzig sein, er ist gestorben. Ein Jugendlicher, er hat zum Weg Allah Azza wa Jalla zurückgefunden. Dann hat er einmal in der Moschee von einem Imam gehört, ich denke, es war von einem Imam, möge Allah Azza wa Jalla mir vergeben, wenn es nicht so war. Er hat diesen Hadith gehört, 2 Worte. Wer kennt sie? Allah liebt sie, Ar-Rahman liebt sie. Kalimatan, Habibatan, ila Rahman. 2 Wörter, die wer liebt? Ar-Rahman. Was sind diese Wörter? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Als er diesen Hadith gehört hat, hat er jeden darüber berichtet. Und eines Tages wurde er schwer krank. Und dann kam er in das Krankenhaus, damit sie eine Operation machen. Und er wurde auf die Operationsbarre gelegt, auf den Operationstisch gelegt. Und dann sagte er zum Arzt, bevor dieser ihm die Betäubung geben konnte, O Arzt, ich erinnere dich. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Und dann ist er daraufhin gestorben. Und der Arzt, der das gehört hat, gehört heute zu den großen Duat. Allah hat sein Leben durch diese Wörter geweckt. Daher verliert nicht. Denkt nicht, dass eure guten Wörter, die ihr jemandem sagt, Wallahi, er kann sein ganzes Leben dadurch ändern. Deswegen sollen wir uns immer mit was beschäftigen, den Leuten das Gute beizubringen. Es kann sein, dass du sagst, ach, der wird bestimmt niemals Dhikrullah machen. Das ist so ein Vielfraß, der ist immer mit Essen beschäftigt. Oder der ist nur mit Fernsehen beschäftigt. Oder mit Playstation. Vielleicht ändern diese Wörter sein Leben. Und daraufhin kehrt er zu Allah Azza wa Jalla ruhig um. Und das wird alles in deinem Lohnbuch stehen. Bi'idhnillah as-sami' al-alim. Und ich möchte es nicht mehr lang machen, liebe Geschwister. Vielleicht schenkt ihr mir noch 5 Minuten, bi'idhnillah ta'ala. Oder 50 Minuten, wir gucken ihn schon. Kleidung. Die Paradiesbewohner werden auch Kleidung haben. Hört, was Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda sagte. Er sagte, inna dar al-mu'min fil jannati min lu'lu'atin fiha 40 bayta fi wasatiha shajara tumbitu al-hudan fayadhhabu fayadhhabu خذ بإصبعه 70 حلة منظمة باللؤلؤ والمرجان. Das Haus der Gläubigen im Paradies besteht aus einer einzigen Perle. Höre, die 40 Zimmer beinhaltet. Allahu Akbar. Das Haus von einem Gläubigen besteht aus einer einzigen Perle, die 40 Zimmer beinhaltet. In ihrer Mitte, bedeutet von der Perle, wächst ein Baum, der Kleidung hervorbringt. Wenn der Bewohner zu diesem Baum kommt, bedeutet der Paradiesbewohner, du inshallah, möge Allah uns das Paradies schenken, pflückt er mit seinem Finger 70 Gewänder, die mit Perlen und Korallen verziert sind. Er nimmt einen Finger und er pflückt 70 Kleider und jeden Tag sieht er anders aus für seine Frau. Und sie trägt 70 Kleider, wie es einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim heißt, liebe Geschwister. Und die Gelehrten sagen, die 70 Kleider für diese Paradiesjungfrau fallen ihr überhaupt nicht schwer zu tragen. Es ist so, als ob sie ihr Haar trägt. Und der Mann sieht sie jedes Mal in einer anderen Farbe. Ist das nicht schön?
Manche Frauen hier in dieser Dunja, die zieht immer einen alten Pyjama für ihren Mann. Da sind Knoblauchreste dran, Erbrochenes vom Kind, irgendwo klebt auch noch ein bisschen Sanjabien, Ingwer. Überhaupt nicht schön. Und der Mann möchte eine Blume zu Hause haben. Eine, die gut riecht, nicht nach Knoblauch. Und deswegen ermahne ich auch meine Geschwister. Und ich meine das im Ernst. Wenn der Mann zu Hause eine wunderschöne Frau vorfindet, und ich rede, dass manchmal die Frau auch Umstände hat, dass sie sich nicht immer so schön machen kann, wie sie es vielleicht gerne möchte. Aber sie soll das so oft wie möglich machen. Und der Mann soll sie loben und soll ihr schöne Wörter sagen. Ich meine, manche Männer, die kommen nach Hause, dem wird nicht mal auffallen, wenn die Frau ein Motorradhelm auffällt. Der merkt gar nichts. Der merkt nichts, liebe Geschwister. Aber ich meine, er lobt seine Frau. Und schau mal, Subhanallah, diese Frau im Paradies, sie hat einmal ein rotes Kleid, dann ein gelbes Kleid, dann ein grünes Kleid. Und wer hübsch ist, dem passen alle Farben. Und wer hässlich ist, dem passt keine Farbe. So ist die Sache. Und Allah Azza wa Jal wird dieser Frau wunderschöne Gewänder geben und der Mann wird sie immer wieder in einem neuen Gewand sehen. Und daher, oh Schwester, mache dich hübsch in dieser Dunya, so dass Allah Azza wa Jal dich noch hübscher macht. Yawm al-Qiyamah, möge Allah Azza wa Jal unsere Schwestern allesamt in das Paradies eingehen lassen. Liebe Geschwister, der Baumstamm ist aus Gold. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, ma fil jannati shajara. Es gibt im Paradies keinen einzigen Baum, außer dass sein Stamm aus Gold ist. Subhan al-Malik. Und die Früchte, die an diesem Baum hängen, sind leicht zu pflücken. Allah Azza wa Jalla sagt, Putufuha Dania. Bedeutet, ihre Früchte sind leicht zu pflücken. Je nach Position, wie du dich begibst im Paradies, so wird sich der Baum dir zuneigen. Bist du liegen, so kommt er so weit herunter, dass du die Früchte sehr leicht pflücken kannst. Bist du stehen, so neigt er sich so viel, wie du dieses benötigst, um die Früchte zu pflücken. Er passt sich immer deiner Situation an. Und immer, wenn du eine Frucht pflückst, immer Odina Allahs, wenn du eine Frucht pflückst, dann kommt anstelle dieser Frucht eine neue Frucht, die noch besser und anders schmeckt. Allahu Akbar. Und die Früchte im Paradies sind ohne Menge. Du weißt, manchmal kannst du eine schöne Mango holen, die sieht von allen Seiten schön aus, aber dann genau in der Mitte siehst du ein Loch. Da weißt du, da ist ein Wurm drin. Ich meine, manche essen den ja auch mit, die sagen Fleischbeilage, Alhamdulillah, Rizq von Allah. Aber nicht jeder macht es. Sie sehen so eine Mango und eigentlich hatten sie so einen Appetit darauf, aber dieser Mangel hat ihnen den Appetit genommen, Subhanallah. Im Paradies gibt es so etwas nicht. Die Früchte sind immer da, wann du sie begehrst. Es gibt keine Winterfrüchte und Sommerfrüchte. Und der Geschmack dieser Früchte ist unaufhörlich. Ein Genuss, der bleibt, liebe Geschwister. Und ich möchte zum Schluss dir nur eine Sache sagen. Inshallah kommen wir alle in das Paradies. Inshallah. Und wisst ihr warum? Möchtet ihr es wissen? Der Prophet Muhammad s.a.w. sah einmal eine Frau. Und diese Frau hat ihr Kleinkind wiederentdeckt, nach einer Zeit. So hat sie es genommen und an ihre Brust gedrückt. Und der Prophet Muhammad s.a.w. war mit den Sahaba radiallahu anhu. Er sagte zu ihnen, Atarawna hadhihi al-mara? Seht ihr gerade alle diese Frau? Tarihatan waladaha finnah? Denkt ihr, sie würde ihr Kleinkind in das Feuer in dieser Dunya hereinwerfen? Sie sagten, قُلْنَا لَا وَاللَّهِ. Wir sagten, nein, bei Allah, sie wird das niemals machen. Höre, was er sagte, sallallahu alaihi wa sallam. Mein und dein Prophet, er sagte, اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا. Allah ist noch barmherziger zu seinen Dienern, als diese Frau zu ihrem Kind. Allahu Akbar. Inshallah erreichen wir alle das Paradies. Wallahi, denke gut von Allah und du wirst das Paradies bekommen. Aber vergiss nicht zu bereuen. Wir sind alle Sünder. Wir machen Sünde, bereue danach dafür und beschreite weiter deinen Weg, o Dina Allah. Und wisse, dieser Hadith beweist uns, Allah ist noch barmherziger zu seinen Dienern als diese Frau zu ihrem Kind. Deswegen sagte einer der Salaf-Gelehrten, Wallahi, wenn ich die Wahl hätte, Yawmul Qiyamah, meine Eltern zu wählen,
die über mich richten, oder Allah, so würde ich Allah wählen, weil Allah barmherziger zu mir ist als meine eigenen Eltern. Sie haben verstanden? Was sagte Rasulullah? Allah ist gnädiger, barmherziger zu seinen Dienern als diese Frau zu ihrem Kind. Und daher sagte Ibn al-Qayyim eines der wunderschönsten Sätze, und damit beende ich Udina Allahs. Er sagte, man kana lillahi kama yurid, kana Allahu lahu fawqa ma yurid. Derjenige, der zu Allah so ist, wie Allah ihn möchte, so wird Allah ihm mehr geben als das, was er begehrt. Bedeutet, wie möchte Allah uns Diener sehen? Als Gottesfürchtige, als dankbar, sehr gut, als gehorsam, als bereuen. So will Allah uns sehen, richtig? Was wird Allah uns dafür geben? Allah wird uns einen guten Tod geben. Das heißt, dass wir mit einer guten Tat sterben. Möge Allah uns nur mit so einer Tat sterben lassen. Wir werden ins Grab hereinkommen und Allah wird uns dieses Grab beleuchten. Er wird es schon zu einem Paradies machen. Allah wird dich versammeln mit den Tugendhaften, mit den Propheten, mit den Engeln, diejenigen, die du geliebt hast. Und auch sie lieben dich. Und Allah wird dich dann in das Paradies eingehen lassen. Du hast nur getan, was Allah von dir wollte. Also hat Allah dir mehr gegeben, als was du verdienst. Möge Allah uns nicht seine Gnaden entziehen und uns standhaft machen in der Dunya und in der Akhira. Möge Allah unsere Herzen festmachen, auf dass wir niemals unser Ziel vor Augen verlieren. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa uhibbuka fillah. Möge Allah uns alle unter seiner Liebe versammeln, liebe Geschwister. Barakallahu fikum.